Hallo YouTube, ich habe heute den noch ausstehenden Orientzauber bekommen, den Xanti. Es sollen ca. 200 Samen sein, laut Beschreibung. Ist aber, glaube ich, ein bisschen mehr. Und gleichzeitig war in dem Brief eine ganz tolle Broschüre, Tabakanbau leicht gemacht. Da ist alles drin, vom Anbau über die Pflege zur Ernte und bis zur Fermentation. Today I receive my new tobacco seeds, Oriental Tobacco kind, Xanti is the name. And also I receive this little dictionary about how to make tobacco. It's also about the plants and the fermentation. It's very big theme. So, ich habe eine Methode aus der Anleitung jetzt aufgegriffen. Und zwar werden die Tabakblätter aufeinander gelegt auf einem Backpapier und danach eingerollt wie eine Wurst. Das habe ich jetzt mal gemacht. This kind of fermentation I read in this booklet. You put about 20 leaves of the tobacco on a baking paper, roll it like a sausage, and after that you put it into the oven about 55 degrees Celsius for 2 or 3 hours. And after this you repeat it once more. Also, diese Wurst kommt also in den Ofen bei ca. 50 Grad, 55 Grad. Dazu stellt man eine Tasse Wasser, dass eine gewisse Luftfeuchtigkeit entsteht. Und diese Wurst bleibt dann 2 bis 3 Stunden im Ofen. Dann soll man sie umpacken und den Vorgang wiederholen. Das ist eine Art Schnellfermentation. With this kind is a quick time fermentation for the tobacco leaves. Gut, das war's. Unter anderem sind noch 4 andere Arten der Fermentation beschrieben. Die werde ich dann nochmal anders mal eingehen. Vielleicht probiere ich die alle mal durch. So, jetzt könnt ihr sehen, wie die Blätter in den Ofen kommen. Dann können wir mal schauen, welche Methode die einfachste und schnellste ist. Das war's. Auf Wiedersehen. Ciao, YouTube.